Willkommen zu einer neuen Sendung Inas Nacht. Heute mit Jan Fedder, der ja hier beim Schellfischsprossen um eine Ecke aufgewachsen ist. Dann ist dabei meine Lieblingsband Erdmöbel. Lotto King Karl singt und spricht über Fußball und Dosenbier. Und Schildkröte ist da, der ja eigentlich Piggy heißt. Oder besser gesagt Franz. Aber bei Schildkröte müssen wir sowieso mal gucken, ob der nicht schon längst Feierabend hat. Ob der überhaupt was sagt. Viel Spaß! Und hol uns zwei Bier, weil ich weiß, dass er das gerne mag. Oh. Wir kennen ihn alle vom Großstadtrevier und heute ist er bei Inas Nacht. Jan Fedder! Ich freu mich! Darfst du jetzt aussuchen? Prost, Jan! Dass das geklappt hat. Guck mal, die singen für dich. Ja, ich hoffe. Mein Schentikor, hörst du das? La, 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 la. Die Schatten sind hier im Großstadtrevier. Prost! Prost, Jungs! Ach, was schön. Guck mal, wenn die Kamera da weg ist, kommen wir sogar an unseren Platz. Wollen wir da hin? Ja, da gehen wir jetzt mal hin. Soll ich da rein? Ja, komm. Gehst du mal vor? Ich geh mal vor. Ach, ihr habt auch alle Bier. Ihr da hinten kriegt auch gleich. Ach, Jan. Mann, bist du hier manchmal? Ist aber auch ein Wetter, ne? Bist du hier eigentlich manchmal im Schellfischsprossen? Ja, natürlich. Wir haben hier schon mehrfach gedreht. Und dann geht man hier ab und zu auch mal so ein bisschen hier um die Ecke rum. Und dann ist man hier mal im Schellfischsprossen, ne? Bei den herrlichen Bedienungen, bei den netten Damen. Du bist ja der Herr Großstadtrevier, ne? Ja. Nervt dich das eigentlich so nach 200 Sendungen, sagst du mal, oh. 200? Wie viel hast du denn? 260. Ja, mein Gott, 200, 260. Mhm. Nervt dich das mal? Nein, das nervt überhaupt nicht, weil es bringt ja irrsinnig viel Spaß. Und solange alles im Leben Spaß bringt, kann man das ja gerne machen. Sag mal, dein Papa, ne? Ja. Der hatte ja eine Kneipe hier auf dem Kiez. Du bist ja geboren auf dem Kiez, Papa eine Kneipe. Wenn du so gerne trinkst und so, warum hast du nicht einfach die Kneipe weitergemacht? Das ging nicht, weil wir dann ja zwangsumgesiedelt worden sind, weil Gruna und Jahr dahin gegangen ist. Und so. Die ursprüngliche Idee war, dass man da einen dritten Elbtunnel baut. Also Kneipe war für dich dann, der hat dann die Kneipe zugemacht? Wir haben 68 die Kneipe zugemacht, die lief dann noch 5 Jahre weiter und haben dann dafür eine Kneipe auf St. Pauli aufgemacht. Wie viele Sendungen Großstadtrevier willst du noch machen? 268. Das ist dein Ziel? Ja. Weißt du, was ich gemacht habe? Na. Ich bin mal zum Revier 14 gefahren. Ja, in der Kaffermacherei. Ja, und da habe ich deine Kumpels vom Revier 14, was ja das eigentliche Großstadtrevier ist, die habe ich mal, interviewt. Ja, ich weiß, ist das der Revierführer macht mich nicht. Dazu sage ich jetzt nichts. Ja. Der sagt auch nichts. Wollen wir uns das Filmchen mal angucken? Ja. Und Film ab, bitte. Und jetzt stehe ich hier vor der echten Wache 14. Das ist das Revier 14 hier in der Kaffermacherei. Da, wo eigentlich das Großstadtrevier spielen soll. Aber da gehen wir jetzt mal die echten Polizisten fragen. Ey. Jan Fedder ist ja nur ein Schauspieler, der ist ja gar kein Polizist. Hallo, darf ich Sie was fragen? Spannend. Wie sieht's aus heute? Alles ruhig? Ist ja noch ruhig. Jo. Was vermuten Sie? Wird noch eine Bank gesprengt oder irgendwas heute? Ne? Cool, weniger. Mord heute schon? Leider, aber zum Glück noch nicht. Ist halb zwei, machen die Diebe alle Mittag. Mord? Nein. Nein, Moment nicht. Warte, da kommt noch einer. Kommt Thomas? Noch Mord? Nein. Ach so, Mensch. Mensch. Tumulte? Nein. Was Schlimmes passiert? Nein, alles Nein. gut. Kann ich helfen? Gar nicht, alles in Ordnung. Was sind Ihre Lieblingsdelikte? Hast du selber schon mal ein krummes Ding gedreht? Ich? Ja? Nee. Noch nie, ne? Oh, ich war noch nie im Knast. Oh, aber ein super Sound. Hey, yeah, 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 yeah. Das wäre ein geiler Proberaum. Deswegen sagt man auch singen, singen wahrscheinlich. Ja, Kinders. Und das ist der eigentliche Jan Fedder. Ne? Chef von's Ganze.
Hast du denn schon mal ein krummes Ding gedreht? Ich will mich mit meiner... Ja, das letzte Mal habe ich das bei Kerner mal gesagt und dann stand es am nächsten Tag halbe Seite der Bildzeitung. Ehrlich? Also, ja, das muss aber man, denn, man muss da immer sehr mit aufpassen. Weißt du, was ich so lustig finde? Deine Mutter, ich fange mal anders an. Du selber sagst ja von dir als Kind, ich war so ein Kiezbaggerlud, ich war so ein ganz frecher, ganz schlimmer. Und deine Mama hat irgendwann gesagt, du musst zum Ballett. Was denkt man denn von seiner Mama, wenn die sagt, du musst zum Ballett? Naja, meine Mutter war ja Tänzerin und daher war das eigentlich eine organische Geschichte. Bloß als ich dann da war, mehr oder weniger. Und du bist der einzige Junge zwischen 15 Mädchen. Und immer Plié und erste Stellung, zweite Stellung. Und du bist der warst einzige. Warst du auch so mit enger Hose? Ja, was wo glaubst man die du Klöder denn? Sehen ja, konnte oder ja. Mit Pâte deux und so? Nein, mit 10 siehst du noch keine Klöder-Dinger. Und dann zu den Schauspielern und dann richtig Schauspielunterricht auch genommen? Und hat das Spaß gemacht? Das hat immer Spaß gemacht. Schauspielern bringt immer Spaß. Also ich kenne keinen schöneren Beruf. Und warum jetzt Musik? Was heißt jetzt? Und wie bist du denn zur Musik gekommen? Ja, weil so, das musste ja auch nochmal gemacht werden. Und weil ich ja 7 Jahre auch im Kirchenchor war, damals Sopran und Michel, haben wir uns dann irgendwann mal, das war so ein Projekt und das lief über 20 Jahre, so über 20 Jahre haben wir in Kampnagel mit den Balls, habe ich damals schon so eine riesen Inszenierung gemacht. Aber die Balls ist doch deine Band? Nicht meine Band, die Big Balls, ist Hamburgs erste Punkband, the Big Balls and the Great White Idiot. Aber deine erste Band, ja, kann ich, aber deine erste Band war nicht Englisch. Die hieß Phoebe Fox und die Affenglatzen. Ja, das stimmt. Ja, das war viel. Hast du dir den Namen ausgedacht? Ja. Und da gab es noch eine Band, die war noch vorher, da weiß ich aber nicht mehr, wie die hieß. Da sind wir aufgetreten unten an der Überseebrücke und konnten nur 2 Lieder. Ich hatte ein Pappschlagzeug von Otto Versand für 14 Mark. Der eine hatte eine Keksdose mit Steinen drin und der andere eine Ukulele. Da fehlten aber alle Saiten und dann haben wir da gespielt. Und wollten natürlich Frauen beeindrucken. Und das ging waren, das mit den Instrumenten? Ja. Das wird heute nicht mehr klappen. Nee, heute wohl nicht mehr. Aber damals ging das. Und dann haben wir da 2 Stücke gespielt und ich habe 5 Pfennig Eintritt genommen und die beiden Mädels waren aber da. Echt? Und habt ihr geknutscht? Später vielleicht. Ja? Nach dem Konzert. Oder kannst du dich nicht erinnern? Als Kofi. Du Frauentyp. Na, hör doch auf. Ja, ist noch so. Ja, nee. Aber Thema Musik, wollen wir nicht mal ein bisschen was singen? Ich würde mit dir so als gerne... Als Langeweile, ne? Nee. Ja. Ich singe halt immer lieber, als dass ich rede, aber es rede ist auch okay. Mit dir macht ja Spaß. Wie machst du das denn? Was? Nee, also gut. Ich lass das jetzt weg. Ja, komm, wir singen. Ja. Und zwar setzen wir uns mit dem Morse darauf, finde ich. Aha, ne? Dann müssen wir nicht aufstehen. Wenn schon mal die Band anfangen will, der Tüdelbahn quasi als Reggae-Nummer. Ich habe gedacht, ich soll schon mal ein bisschen. Ist was Plattdütschen. Ich denke, wir wollen darauf. Ich möchte vielleicht an dem Moment noch mal sagen, wenn es liegen Bierdeckel. Oh, da liegen keine. Können wir mal Bierdeckel verteilen, dass die Leute mal auf die Bierdeckel was rausschreiben können? Da an den Tisch. Wir fangen, Jungs. Mädels. Achtung! Habt ihr Stifte auch nicht, ne? Keine Stifte? Entschuldigung. Habt ihr genug da, Bierdeckel? Alle Eckstein-Jungen Tüdelbahn, in der Anna hat ein Butterbrot gekäst. Wenn ihr bloß nicht mit den Beinen in Tüdel kommt und ein Löcher auf der Länge und genießt. Und ihr rasselt mit dem Dasselding kann sein und ihr bildet sich ganz gehörig auf den Tum. Als ihr ob seid, seht ihr heftig weh, du. Das klatscht für so ein Hamburger Jung. Ja, ja, ja. Clown, Clown, Erdbeeren mit Clown. Rumzock über Zaun. Ein jeder aber kann das nicht, denn er muss aus Hamburg sein. Ja, ja. Clown, Clown, Erdbeeren mit Clown. Rumzock über Zaun. Ein jeder aber kann das nicht, denn er muss aus Hamburg sein. An der Ecke steigen Tieren mit dem Eierkorb, in der anderen Hand einen groben Buddel rum. Wenn sie bloß sind mit der Eier, ob das Pflaster schleit oder sichert auch allein, bum, bum. Und sie schmiedet die Eier und den Rum zu zoomen. Und sie schlägt schon Eier, grob den ewig gehen. Als ihr Obst seid, seht ihr, das hätte ich weh, doch.
das Klecks vor so ein Hamburger Tier. Ja, ja, ja. Clown, Clown, everyone der Clown, ruckzuck überm Zaun. Ein jeder kann das nicht, denn er muss aus Hamburg sein. Und einen hab ich noch. Fide, Fide, Fide von der Ein hat die Büchs voll Quein. Und hat er nicht die Büchs voll Quein, dann ist das auch nicht Fide von der Ein. Plus, plus, plus. Du bist ja ein totaler Sammler. Ja. Aber du sammelst so komisches Zeugs. Oldtimer, 8 Trecker hast du. 9 jetzt schon. 70 Motorräder. Ja, aber was machst du denn damit? Ja, wenn keiner Sprit mehr hat, dann nehme ich den nächsten. Aber hat dir nie einer gesagt, dass man das alles nicht mit ins Grab nehmen kann? Ja, das ist das eine. Aber es gibt Träume im Leben, die will man sich erfüllen. Und wenn man sie sich erfüllt hat, kann man ja wieder abbauen. Wie oft bist du schon gefragt worden, warum du eine Unterhose von Idi Amin ersteigert hast? Ja, das ist eine berechtigte Frage. Oft, ne? Ja. Und hast du auch schon oft Antworten gegeben darauf? Ja, ich sammle Skurrilitäten. Das ist ja nicht nur die Unterhose von Idi Amin, es ist ja auch noch die Strümpfe von und die Strumpfhose von Inge Meisel. Also das Ehrlich? Ja, das gleicht sich ja wieder aus. Was macht man mit solchen Sachen? Schnüffelt man da dann? Nee, bestimmt nicht. Die liegen in der Ecke und es geht immer nur darum, um den Kick, die Sachen zu kriegen. Ich habe auch ein Stück Titanic und jetzt habe ich zum Beispiel gerade vor 2 Wochen den Schreibtisch von Hans Albers ersteigert. Für kleines Geld und so weiter und so weiter. Gibt es denn irgendeine Frage, die dir in deinen 9400 Interviews noch nie gestellt wurde, worüber du immer in der Kneipe warte ich ja drauf. Ja, ich kann jetzt auch nur wieder sagen, ja, Jan, sag mal, du hast ja 3 Wohnungen. Dann sagst du, 4. Oh, jetzt hast du schon 4? Ja, auch wieder falsch. Ja, okay, wie anstrengend muss ein Mann sein, der nur eine Frau hat, aber 3 Wohnungen? 4. Den siehst du doch nicht. Der ist doch gar nicht anstrengend. Nee, ist es deswegen, klappt deine Ehe deswegen so lange mit Mario? Ja, na logisch. Ja, weil du eigentlich nie da bist. Maybe. Weiß deine Frau denn immer, in welcher Wohnung du gerade bist? Ja, natürlich. Ja? Ja. Legst du manchmal auch falsche Fährten? Nee, nie. Und du tust so, als wärst du in Barmbek und dabei bist du aber gerade auf dem Bauernhof? Nein, wir lieben uns und telefonieren auch jeden Tag mindestens fast 2-mal. Und wenn ich dich frage, ob du Kinder hast, sagst du denn, weiß ich nicht? Ne, schlage nie ein Kind in einer fremden Stadt. Eben. Das könnte dein eigenes sein. Das kann man nicht sagen. Ich habe versucht das. Ich hatte meine erste ungeklärte Vaterschaft mit 15, aber ich war es dann nicht. Also ich glaube nicht. Glaubst du nicht? Mhm. Hat sich so ergeben. Hab ja auch keine Kinder. Nee, ich will auch keine. Ach, ganz bewusst nicht? Ja. Ach, das ist ja toll. Das trifft man ja selten. Kindergegner? Ja. Aber könnte man noch bei 4 Wohnungen ganz toll eine Wohnung die Kinder und eine Wohnung die Frau und 2 Wohnungen blieben dann noch für dich? Das ist eine gute, das wäre mal eine Maßnahme. Wer soll das alles erben, was da so rumsteht, diese ganze Motorräder? Das ist doch egal, man kann sich doch wieder verkleinern. Lass doch einmal, man muss doch einmal den Berg hochgekrabbelt sein, um seinen Rolls-Royce zu fahren. Und dann kann man ja den Berg wieder runterkrabbeln. Und dann kann doch einer von dem Chevy-Corps zum Beispiel, könnte doch dann diesen Rolls-Royce dann mal fahren. Und dann habt ihr das mitgekriegt, Jungs? Der Vedder vererbt euch alles. Nee. 70 Motorräder, 8 Träger. Ich hab doch gar keinen. Was hast du gar keinen? Kein Rolls-Royce. Ach so, den hast du gar nicht? Nee. Er vererbt euch doch nichts, war ein Scherz. Weißt du, das sind nicht? Winzig, winzig, heute wir sind bei Inas nach. Wir sammeln jetzt mal die Bierdeckel ein. Würdest du mir die mal bringen? Habt ihr die schon gesammelt? Ja. Ja, super. Die Band darf ein bisschen Musik machen dazu. Bitte schön. Das ist aber wenig. 4? 4. Der Rest hat nicht geschrieben. Es ist echt? Habt ihr gar nicht geschrieben? Ja. Ah, das ist aber ein größerer Tisch da hinten, ne? Da bin ich aber jetzt mal gespannt. Okay, dann fangen wir mal an. Dann dürft ihr auch schon wieder aufhören, Jungs. Herr Vedder, haben Sie auch mal was Richtiges gelernt? Ja, ich habe 3 Berufe. Speditionskaufmann, Schauspieler und Liegewagenbetreuer. Echt? Hast du echt Speditionskaufmann? Wann ja, hast du logisch. Das noch gemacht? Nach dem Ballett direkt? Nein, parallel zur Schauspielschule. Auf Wunsch eines einzelnen Herrn. Und du hast ja auch mal richtig im Chor gesungen, als Chorknabe hier, natürlich, Michel. Ja, klar. Und das war auch keine Karriere für dich, zu sagen, ich bleib zu Chorknabe? Singen? Ja? Nee, nee, nicht? Nee,
Warst du schon mal verheiratet? Ich? Bin ich bescheuert? Ich war ein Heiratsmuffel. Ja? Nur das eine Mal jetzt quasi? Jetzt, ja, das bleibt auch dabei. Bist du so sicher? Ja. Und wenn Marion morgen kommt und sagt, ich liebe dich nicht mehr, ich liebe jetzt Hans? Das ist ihr Schwiegervater, den würde sie nicht. Ach so. Na gut, du bist ja eigentlich sehr sicher, mein Gott. Mhm. Herr Fedder. Herr Fedder, mit V geschrieben. Ja. Herr Fedder, sind Sie treu? Ja. Ein Jan, ein Wort. Nee, brauchst du gar nicht dran fassen. Ob die länger wird, frage ich mich. Nee, die wird nicht. Jetzt machst du mir die ganze Schminke weg. Hast du Schminke drauf? Ja, natürlich. Aber da wieder eitel sein, nicht, ne? Ja. Ich überhaupt nichts. Nee, das bist du aber, nee. du Implantat-Tier. Wo hast du die Implantate? Sie, ich hab keine hier. Na, weich wie Quark. Ach, da. Ja. Ja, ja, genau. Fühlen Sie sich manchmal wie Derek? Sehe ich so alt aus, oder was? Sieht das so alt aus? Trag ich einen Trenchcoat oder einen Wildledermantel und mach den Gürtel dabei zu. Ich finde, du siehst unter den Augen besser aus. Trage ich eine Rolex, die ich immer so rausfallen lasse, ich habe überhaupt keine Uhr, putze ich in den Drehpausen meinen 5er BMW? Nee, aber das könnte ja Peter Heinrich Briggs für dich dann machen. Der könnte ja Harry Klein werden. Und du bist Derek. Könntet ihr euch sowas vorstellen? Briggs wird mich hassen, glaube ich, für diese Idee. Das haben wir doch jetzt schon. Ein bisschen ist es schon ja, so. Ja, das ne? ist doch schon so. Ja. Und was war noch mit der. Achso, und Toupet trage ich auch noch nicht. Darf ich mal reinfassen? Ja, gerne. Obwohl, die sind ja heute schon so gut, die Dinger, ne? Ja, ja. Die gehen ja gar nicht mehr ab. Wie ist das eigentlich? Ja, ja, ja. Wie ist denn das mit deinen Extensions? Hab ich nicht. Ja. So was wäre das Letzte. Würdest du gerne einen Tatortkommissar spielen? Ist ein bisschen das Gleiche, aber Tatortkommissar ja, ist besser als Derek, oder? Es wird wohl irgendwann die Zeit kommen, ja, ja. Meinst du? Naja, wenn das Großstadtgewirr nicht mehr gibt, dann... Meinst du, es gibt es irgendwann nicht mehr? Nee, noch nicht. Wie sind die Quoten? Ja... Seitdem du wolltest doch mal was anderes hören. Seitdem du im Innendienst bist, sind die Quoten kacken hier ein bisschen ja, ab. Ne? Ja, ist richtig. Aber liegt das jetzt, an dir, weil du jetzt, jetzt im Innendienst ja auch wieder bist? Raus. Ich gehe jetzt wieder raus. Du gehst wieder raus ja, nach draußen? Ich gehe jetzt viel mehr wieder raus. Habt ihr eigentlich in der Sendung, ich habe die gerade noch gesehen, ihr habt ja immer noch dieses Grünzeug an, dieses schicke Blaue. Habt ihr bist du nicht ganz an? Dicht? Welche Wiederholung hast du denn gesehen? Die lief jetzt gerade. Letzten Montag. Kannst du das lesen? Was hältst du vom Rauchverbot in Kneipen? Das ist die letzte Scheiße. Was machen wir denn, wenn es verboten ist? Ich rauche jetzt eine. Mit mir? Ja. Und wenn in 10 Jahren diese Sendung wiederholt wird, dann sagen die jungen Dinger von damals, sprich die dann schon was älter sind, guck mal, damals durften die noch rauchen. Das wird so sein. Die deutsche Bundesrepublik Deutschland hat die größte Chance, es verpasst, zu einem der größten Fernreiseziele in der Welt zu werden. Dadurch meinst wenn du? Wenn Deutschland das durchgezogen hätte, zum Beispiel, was wir ja noch haben, wir sind das letzte Land der Welt ohne Geschwindigkeitsbegrenzung. Aus aller Welt kommen diese Leute, um hier mal ihren Targa auszufahren und um ihren Mercedes mal auszubreddern und so weiter. Oder den BMW mal den Quietschigummi zu geben. So, wenn die jetzt noch, stell dir mal vor, in Heidelberg, wo die alle dann noch sitzen, ne, die ganzen, und dürfen da auch noch rauchen, wir wären der, wollen wir sagen, das Ferienland der Welt. Und was hätte die das Bahn letzte für Land, Neukunden, wenn die sagt, bei uns muss geraucht werden, in der Bahn? Ja, stell dir mal vor. Was wäre das toll? Ich würde wieder mit dem Zug fahren. Ja, ich auch. Problem, ja. Bist du nicht geschminkt auf der Nase? Doch, ne? Doch. Ja. Sieht man das in den Poren? Ja, nee, weil du jetzt meine weggemacht hast. Also. Nein, du siehst gut aus. Ja, echt? Ich finde, er sieht gut aus. Ja, ja. Und jetzt wollen wir mal Erdmöbel hören. Das ist eine Band. Meine Lieblingsband aus Köln. Aus Köln? Ja. Und auf die freue ich mich total. Das Geile an so einer eigenen Sendung ist ja, man kann endlich seine absoluten Lieblingsbands einladen. Gute Freunde stehen zusammen, so wie ein Deckel und ein Pott. Gute Freunde stehen zusammen, ist der Köhm auch alle und der Trecker ist kaputt. Freunde, Freunde, Freunde in der Not. Hast du nicht viele, denn die meisten sind schon tot. Gute Freunde. Meine Begrüßung an die Kölner Erdmöbel! Einen
sehen, willst du es wirklich sehen? Wenn sehen hieße, dass du glauben musst an Himmel und Hölle, Jesus, Ende der Welt, die Propheten, ja, ja. Ich habe mich ja gefreut. Ich nehme mal das Ding hier, soll ich nehmen, so und dann mit dir reden. Ich habe mich so gefreut. Erdmöbel hier bei mir in der Sendung. Ich höre euch seit so vielen Jahren. Altes Gasthaus Love war die erste CD, darüber habe ich euch kennengelernt. Ja. Dann kam für die, die nicht, die genau, ich. Für die nicht wissen wie. So, und dann auf einmal ich, bumm, den großen Schock gekriegt, Nummer 1 Hits. Ich denke, was machen sie jetzt denn? Weil ich immer so liebe von euch Texte und Musik und alles von euch. Und auf einmal covert ihr. Die Songs kennt man und wir haben sie nochmal verwandelt und irgendwie was Neues und Erdmöbelmäßiges daraus gemacht. Und ich glaube, das ist jetzt für jeden, kann das irgendwie ein tolles Erlebnis sein. War die Idee dahinter so ein bisschen, wenn alle damit Nummer 1 Hits gemacht haben, vielleicht wäre für uns auch jetzt einer dabei? Eigentlich nicht. Wir sind ja davon ausgegangen, dass wir vorher auch schon jede Menge Nummer 1 Hits hatten. Habt also insofern ihr auch. Haben wir die Tradition einfach. Ich frage einfach mich, warum Dabei, Dabei niemals ein Hit wurde. Dabei, 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 Dabei. Ach, ich könnte stundenlang. Jungs, wir machen mal weiter. Ich sag Dankeschön, Erdmöbel, und komm gut zurück ins Rheinland. Danke. Danke. So. Und während Erdmühle jetzt ein bisschen hier am Abbauen ist, bauen wir vielleicht so ein bisschen wieder um die Inner Müller Band wieder ran. Und ich freue mich auf meinen nächsten Gast. Man fragt sich, hat Deutschland wirklich noch einen König? Wenigstens Hamburg hat noch einen König. Und zwar den König von Barmbek, Lotto King Karl. Und wir gucken uns mal eben ein Spielfilmchen an, was die Leute so gesagt haben, aus welchem Königshaus Lotto King Karl eigentlich kommt. Haben Sie eine Ahnung, aus welchem Königshaus wo Lotto King Karl kommt? Keine Ahnung.
Tipp, England eher oder eher Spanisch? Karl ist ja Spanisch. Schweden. Schweden? Nein, also ich weiß es jetzt nicht. French. Lotto King Karl ist French. Ja. Lotto King Karl. Von Königshäusern habe ich absolut keine Ahnung. Auch nicht, wann er gelebt hat? Nö. Nö? Nö. Und wo? Geschichte habe ich überhaupt keine Ahnung. Die Habsburger, ja. Ja, die Habsburger. Ungefähr 14. bis 15. Jahrhundert. Carlos is the king of Spain. Yeah. Yeah. That's it. Ja. Haben wir's. Was glauben wir denn, aus welchem Königshaus kommt Lotto King Karl? Das müsste Hamburg sein. Okay. Ja. Danke. Bitteschön. Der Lotto und er, die sind doch so. Meine Berge, wunderschöne Stadt. Da ist er, Lotto King Karl. Hallo, ich freue mich. Moin. Hier habe ich die Dings, ja. Sehr schön. Och, und Sie, guck mal, Sie schwenken die HSV-Fahne. Sehr gut. Aber schön. Sehr gut. Ich muss dazu sagen, Jungs, ich bin nur so groß, weil ich hier auf so einem Holzflock und aber auch noch auf meinem Fuß sitze. Ihr wirkt abgefahren, ein bisschen, ne? Was ja. Frauen so, die jung sind, so für so Vorlieben haben. Ja, ist so. Sag mal, was möchtest du trinken? Ich bin aber auch so klein. Ich habe für dir. Ja? Ja, Frau Hagen. Ich hätte ja noch, noch toller Song damals. Ja, die brauchen wir nachher noch. Wir kochen ja noch. Kochen bist du für DJ? Kochen für die Quote. Lass den mal aus noch. Möchtest du, ich habe für dich ein Hopi Hadido, sagst das wäre du immer, sehr ne? schön, ja. Möchtest du das haben oder so ein Tülpchen? Also Hauptsache das Bier drin. Ach, jetzt, guck mal, jetzt haben wir abgeklebt. Was völlig neu ist. Oh! Spritz mich voll, Ina. Entschuldigung. Ach, möchtest scheiße. Möchtest du das von der Theke? Möchtest du das von der Weil es ein bisschen nass. Boah. Dann kriege ich aber einige am anderen mit. Haben wir einen Lappen und ich sitze hier, ne? Ich möchte deinen Lieblingsschlachtruf in der Bundesliga hören. Was die da. Also ich finde zum Beispiel lustig, zieht den Bremer die Gräten aus dem Arsch. Den fand ich total lustig. Den kann ich gar nicht. Nee? Nein. Oh, den kennst du? Es gibt welche, die du nicht kennst? Ja, ja, klar. Warum? Weiß ich nicht, weil ich bin ja auch nicht so intelligent, wie viele glauben. Also ich weiß, keine Ahnung, aber och. Es gibt immer so ein paar. Also ich freue mich, wenn die Leute irgendwas singen. Also ich bin da mal ganz froh. Ja? Ja. Und findest du denn die Bayern als Mannschaft? Ach, ja, also... Frag doch mal, ob ich auch Fan von der Mannschaft bin. Bist du Fan von der Mannschaft? Ja. Na? Von Bayern. Bayer Leverkusen? Nein, von Bayern. Von meinem FC Bayern. Aber was heißt denn dein FC Bayern? Von meinem FC Bayern. Ja, was heißt dein? Das sind meine Jungs. Entschuldige bitte. Ich glaube auch, ne? Ja. Schon mit denen geduscht. Es sind meine Jungs und ich liebe NDR diese. Und ich sage dir aber, ich fand den HSV in der Phase, als noch Barbares dabei war und Van Beuten und so dabei war und Thomas Doll noch Trainer war. Barbares? Was ist denn das? Das Barbares heißt der. Der hat Barbares. Er hat Barbaresk gespielt manchmal. Ja, aber der heißt nicht Barbares. Doch, der heißt Barbares. Nein, wir sagen das anders. Also als der noch dabei war und die alle dabei waren, da hatte ich so einen Funken von, oh, ich glaube, ich finde die gut. Und dann waren die alle weg und jetzt finde ich HSV wieder geht's. Ja, aber wo sind sie, also, zum Beispiel Daniel van Beuten, wo ist er hingegangen? Auf die Tribüne von Bayern. Ja. Ja. Sag mal, und wenn du so viel Geld hast, warum kannst du nicht, wenn du ja Lottokönig bist, dem HSV so ein paar gute Spieler kaufen? Weil das machen die Bayern und das ist uncool. Man kauft nicht nur Spieler für wahnsinnig. Du kannst ja im Ausland kaufen. Da merkt das keiner, meinst du? Nein, der weg, ja. Im Ausland wegkaufen und dann hier nach Deutschland bringen. Nein, und dann glaube, so zwei, drei Spieler für den HSV. Na, ich glaube, dass die Toten Hosen haben das mal gemacht. Die haben ja mal für Düsseldorf Spieler gekauft. Haben die gemacht? Ja, ja, tatsächlich. Und die sind jetzt in der dritten Liga. Da sieht man, man sollte als Musiker sich finanziell aus Vereinen raushalten. Wahrscheinlich nicht. Wer genauso fiebrig in diesem Fußball-Talk mit dabei sein möchte, wie ich und wie Jan auch, der darf jetzt auf Bierdeckel schreiben, Fragen an Lotto King Karl bitte, wir sammeln die gleich ein. Was das Lustige bei dir ist, du bist ja als Kind, hast du ja klassischen Klavierunterricht gehabt, ich muss mal von dem Fuß runter. Ja, das ist ja, dann müsst ihr auf meinen Fuß setzen. Nein, noch nicht. Ich habe sehr große Füße. Nein, drauf, auf diesem Stein drauf gesessen. Bei mir ist das gar nicht an meinem Fuß, ich kann den abnehmen, also wenn du möchtest. Nein, du hast ja als Kind klassischen Klavierunterricht gehabt. Das ist stark übertrieben, ich habe Klavierunterricht gehabt. Aber 9 Jahre steht bei mir. Ja, ich hatte ja auch 9 Jahre Ballett, das ist das Gleiche. Ja. Aber wer sagt mir denn sowas immer? Ja, du hast doch keine auch. 9 Jahre Ballett gemacht. Aber er kann was anderes noch geiler. Aber man muss doch, wenn man 9 Jahre Ballett gemacht hat oder 9 Jahre klassisch Klavier gespielt haben, dann muss doch was hängen geblieben sein. Also, du fandst Musik doof, hast nein, du gesagt? Nein, ja, ich kann zumindest Noten lesen. Es gibt ja viele Musiker, die dann immer so meinen, so,
Das ist irgendwie cool, das zu sagen, ich kann keine Noten lesen oder so, aber ich kann Noten lesen. Könntest du? Könntest du auch noch so klassisch dich jetzt ans Klavier setzen und uns Beethoven vorstellen? Nein, überhaupt nicht, nein, nein. Dann ist mir aufgefallen, du bist zum Bund gegangen dann später, nach langer Orientierungslosigkeit. Hier, WC für Offiziere. Ja, hier, wie in Guantanamo. Aber das war doch Mitte der 80er, oder nicht? Das war Mitte der 80er. War denn Mitte der 80er Bund nicht total uncool? Ja, ja, klar. Warst du beim Bund? Ich? Ja. Sie bescheuert? Ja, weiß ich ja nicht. Bei mir aber warum nicht? Mich haben sie gefragt damals, weil ich sagte, ich nehme ja auch Drogen und sowas. Und dann haben sie gefragt, ja, aber was für Drogen? Da habe ich gesagt, ja, es kommt ja darauf an, was auf dem Markt ist. Und in meiner Bundeswehrakte steht Drogengenuss je nach Marktlage. Bei mir war es wirklich so, ich hatte wie gesagt so Gottesentscheid. Ich bin T1 oder T5 und wenn ich irgendwas dazwischen ich war T4. Ja, und dann hätte ich es auch nicht gemacht. So. Und ich habe sie nicht an die T1 gemustert, das ist die höchste Tauglichkeitsstufe, weil ich so ein derber Typ bin. Du hast 4 gehabt? Ich habe 4 gehabt schon. Da hast du aber mehr gemacht, als nur Drogen zu nehmen, oder nicht? Ja, zu lange Ballett wahrscheinlich. Ja, zu lange Ballett. Zu übertrainiert. Und die Knie ausgedattelt. Und dann geht es ja noch weiter, quasi Bundeswehr, wo ich schon gesagt habe, ich habe bei Lotto King Karl nie gedacht. Ja. Und dann hast du noch BWL studiert. Ja, aber dann bin ich exmatrikuliert worden. Wie spießig ist das denn? Ich bin exmatrikuliert worden. Ja, weil sie dich rausgeschmissen haben, wenn du nie da warst. Genau, ich war der einzige Student, der die Uni mit dem Stadtplan gesucht hat. Aber ja, warum BWL? Ja, ich dachte, das macht man irgendwie mal so. Ach. Aber warst du nie mit 5, 6 Typen in der Kiste und hast gedacht, ah, 3 davon hätten es auch getan nie. Und die anderen beiden? Nie. Das war mir immer wichtig im Leben, dass mir das nicht passiert. Kommt doch schon, lernt. Ja, wir sind gerade da, gerade da. Müsst ihr gerade sagen, ihr seid doch hier die Womanizer. Ich wollte auch noch ein bisschen, wie weit sind die Bierdeckel? Bereitet sie schon mal vor, dann würde ich mit Lotto jetzt mal einen Song singen. Und dann machen wir danach die Bierdeckel. Jan, wir drehen dir jetzt mal ein bisschen den Morse zu. Ja, bitte. Aber das geht nicht gegen dich, das geht leider nicht. Ja, ich habe ja hier noch eine halbe Zigarette. Und ja, die kannst du ja weiter rauchen. Lass den Messer mit einer Theke rumkrabbeln. Ja, krabbeln müssen wir eine Theke rum, das zu nehmen. So wie bei den Fabulous Baker Boys. Ja, so, der muss mich immer noch anders regeln. Du. Ich hätte dich nie davon abgehalten. Ist es so? Nee. Nicht falsch. Geh mal bitte einmal auf seine glänzenden weißen Schuhe. Oder? Du bist Schuhfried. Ja, stimmt. Wie viele Schuhe hast du denn? Keine Ahnung. Hast du auch solche? Nee. Ich hab Schuhgröße 47, da hast du viel Chance. Ja. Ich freue mich total auf das nächste Lied, weil das ist mein absolutes Lieblingslied von dir. Dankeschön. Und warum? Weil es auch so ist. Und weil die Melodie so schön ist. Vater sitzt im Zuchthaus und deine Mutter ist Kleptoman. Deine Schwester steht am Bahnhof und fährt doch nicht Bus und Bahn. Auf deinem Konto mehr soll als haben, denn du kannst nicht mehr zahlen. Und wir kennen, ja, wir kennen noch 1000 schlimme Qualen. Sag, ich bin nicht so gerissen und ich will mich nicht mehr hauen. Dein ganzes Leben ist beschissen, doch das musst du erst mal verdauen. Denn es kann alles schlimmer werden und das eine sag ich dir. Es wäre alles noch viel schlimmer ohne Fußball und Dosenbier. Denn es kann alles schlimmer werden und das eine sag ich dir, es wäre alles noch viel schlimmer ohne Fußball und Dosenbier. Ja, aber erst später. Sagst, dein Atem rastet am Morgen und deine Alte ist nun auch verreckt. Vielleicht machst du dir zu viele Sorgen. Das Leben hält noch einen Joker versteckt. Denn es kann alles schlimmer werden. Und das eine sag ich dir. Es wäre alles noch viel schlimmer ohne Fußball und Dosenbier. Denn es kann alles schlimmer werden. Das eine sah ich dir, es wäre alles noch viel schlimmer ohne Fußball und Dosen.
Die Bierdeckel mal rüber, bringt ihr uns die noch mal bitte? Oh, das sind aber... Jan, guck mal! Jan, aber jetzt nicht neidisch werden. Ja, der Schettico hat auch mitgeschrieben. Jetzt nicht neidisch werden. Oder da sind wir jetzt eine Stunde dabei. Wie ist es, alle zwei Wochen vor heimischem HSV-Publikum zu singen? Ermüdungserscheinung? Nein. Gar nicht? Nein, das ist habe ich auch gedacht, als du auf diesem Kran da gestanden hast mit deinem Gitarristen. Das ist gedacht, super. Papa und ich machen das total gern. Wir sind wirklich beim HSV, wir Spaß dran haben. Hast du eigentlich schon mal geweint, als der HSV verloren hat? Nee, so hart geht's. Aber ich bin auch schon mal tagelang schlecht drauf. Also ja. Auch diese Leidenszeit im letzten Jahr, da war ich also echt auch gereizt. Also. Und du hast so eine Freundin, ne? Ja. Was sagt die denn, wenn du so schlecht drauf bist? Die ist Fußballfan. Hast du auch vier Wohnungen? Nee. Geh doch ohne, Jan. Wie? Ohne vier Wohnungen. Ehrlich? Ihr wohnt richtig zusammen? Nein. Naja. Nein. Ach so, deswegen geht's auch. Aber das war doch... Ich hab die Autos. Dafür hat er ja eine Einzimmerwohnung in Bamberg. Ah ja, gut. Also. HSV nicht St. Pauli ist tatsächlich das klassische Jugendding. Also mein Vater hat mich ins Stadion mitgenommen vor 34 Jahren oder so. Und das war das Volksparkstadion und schon war ich infiziert. Jan, willst du dich hier noch mal kurz mit dazusetzen? Kann ich gerne. Weil dann kann ich dich immer, ich würde dich nämlich jetzt schon mal gerne fragen, was bist du denn, Pauli oder HSV? Pauli. Ja? Natürlich. Und warum ist dieser Streit damals überhaupt entstanden zwischen Pauli und HSV? Es gibt, ach, gibt doch keinen Streit. Gab aber mal. Nein, das sind so ein paar Verwirrte. Also ich glaube, also, aber anstoßen kurz drauf, Digga. Ja, klar. Wenn du da fertig bist. Ja, aber anstoßen. So. Schalalala, hey, Super Bayern! Ole, ole, Super Bayern! Das musst du raus, Lotto, weil ganz du kurz. Da bist. Weil du da bist, ganz, ganz kurz. Ganz kurz. Nimm mal deinen Fuß von meinem Schuh. Danke, jetzt geht's. Oh. So ist gut. Guck mal, gleich runter. Schon so ist gut. Hat der HSV ein... Ah! Oh nein, das ist Will, Lena! Fedder, bist du bescheuert? Ja, aber du kippst mir das über die Hose, oder was? Hab ja, aber dass alle das wieder ist sagen, kein Will, ja, aber das ist ja der Ding, alle so ein Fleck hier so nah, kommt auch in die Jahre jetzt. Ne? Ja, aber kannst du dir vorstellen, wenn dir einer Bier auf eins von deinen Lieblingsschuhen kippt, wie wütend du dann bist? Was? Ja, aber Lotto, wie hast du diese Hose eigentlich? Wie hast du diese Hose eigentlich vor der Wende aus der DDR rausgegeben? Ich habe sie eingetauscht gegen eine Feinstrumpfhose und eine Quarzuhr. Gut. Hast du ein Organ. Was? Orgasmus? Organspende. Nein, aber ich will. Nein, aber. Ein Organspendeausweis. Haben Sie einen ein Organspendepass? Na ja, was hättest du denn gedacht? Haben Sie einen Orgasmuspass? Ja, also. Ich hatte schon letzte Woche fünf. Aber guck mal, 400 das hätte ich Seiten, auch gedacht. 400 ich hatte einen Orgasmuspass. Wer will denn meine Organe haben, entschuldige mal. Das habe ich mir jetzt gerade verkniffen. Also und wenn du das gesagt hättest, hätte ich es mir auch verkniffen. Was war dein peinlichster Moment? Keine Ahnung, gab so voll der Abend. War für dich? War doof für dich? War es doof für euch Jungs? Nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Nein. Ich weiß nicht. Ich glaube, irgendwann in meiner 14. Bist du mal von dieser Rampe gefallen, als du das Lied gesungen hast, Hamburg meine Perle? Nein, das ist 13 Meter hoch. Bitte, wenn ja, ich aber hier... bist du mal runtergefallen? Nein. Pauli, forever. Da muss man jetzt gar nichts... Nee, als Frage jetzt ein bisschen kurz, aber... Gar nichts sagen. Ja. Fehlt doch das Fragezeichen. Welchen Spieler würdest du dem HSV kaufen? Beckenbauer. Also weißt du, vom finanziellen Standpunkt her, ne? Ich war gerade in Amerika und du landest in New York, ne? Und also wenn du Bin Laden umliest, kriegst du 50 Millionen Dollar, ne? Das kriegt Beckham im Jahr. Wir sagen jetzt alle, dass es tierisch viel Geld ist. Du landest in New York, nach 10 Minuten siehst du den ersten Typ im Beckham-Trikot. Echt? Kein Mensch weiß, wer das ist. Die haben dunkel gehört, dass er mit einer von den Frauen von den Rolling Stones verheiratet sein soll. Keiner weiß das. Und du gehst nicht in den Flagship-Store vom Ausstatter von Los Angeles, der auch die Schuhe herstellt, nein. Sondern du gehst in irgendeinen Footlocker und bis zum Horizont nur Beckham-Shirts, die Leute so aus den Regalen reißen. Eigentlich muss jeder Verein so einen Typen wie Beckham kaufen, sich am Merchandise bewusstlos verdienen. Und danach, weiß ich nicht, so viel Geld in die Jugendarbeit pumpen, dass du 10 von der Sorte jede Woche hast. Ich habe gedacht, der Ballack hätte so einer werden können, aber der hat ja jetzt so extrem... Oh, ja, wenn er hier geblieben wäre, hätte der für Deutschland so einer können werden können. Können wir 100 Bier haben, bitte auch. Der hat ja in England gespielt. In England ist der Beckham ja auch nicht so angekommen, ne? Nee, das ist auch nicht so gelaufen. Ist immer. Nein. Blöd gelaufen. Dina, meine Fresse. Willst du nicht irgendwas ausziehen, bitte? Also. Nein, ich bin schon freizügig genug gekleidet. Drei Sätze zum FC Bayern München. Also,
Die sind im UEFA Cup. Das ist schön, dann sehen sie mal was von der Welt. Die haben sonst nicht viel. Das tut mir so weh, und, wenn du sowas ja, sagst. Ja, aber doch, komm mal, die rennen 3 Meter nach vorne, das ist ein Berg. So, und dann sollen sie auch mal Meister werden. Die haben sonst nicht so viel. Also ich habe da überhaupt nichts. Als ich in Bremen neulich im Stadion war. Oh, Bremen, mag ich wieder. Was kommt denn noch? Als du mit Satan nein, zusammen. Nein, kann ich echt. Ich glaube nämlich, du findest die Bayern viel besser, als du zugeben meinst. Du als Stadionsprecher bei Mühlen. Pauli, Pauli wäre das nicht mal was? Ja, wäre das nicht mal ich was. Glaube, da wird sich keiner freuen. Ich glaube, Jan ist der richtige Mann für St. Pauli. Warum machst du nicht Stadionsprecher bei Pauli? Was soll ich denn noch machen? Ganz viel. Ich will mich nicht überarbeiten wie Ina Müller und dann nachher so aussehen. Oh! Vielleicht ein kleines Buh an der Stelle. Danke. Bezahlten Statisten da draußen bin ich in der Mütze da. Also, bezahlte Statisten sind es nicht. So viel dazu. Ist deine Freundin blond? Natürlich. Dass deine blond ist, weiß ich, Kleines. Tja, kannst mal sehen, ne? Bei der Geburt getrennt. Ihr habt total viel Gemeinsamkeiten, ja. Auch wenn ihr es nicht warm wollt. Kannst du kotzen, hätte ich gedacht. Was heißt das? Kochen. Kannst du kochen? Kannst du kotzen? Nein, entschuldige, das sieht doch so kannst aus. Kannst du kochen? Ganz wenig. Wenig, also nicht doll. Ich war früher mal Kunstkotzer. Wunderschöne Bilder, ne? Wunderschön. Ja. Nee, auch viele Farben, wunderschön. Ich kenn einige der größten Gemälde. Ja. 18 mal 17 Meter. Ich habe mir heute komplette Staffelei, Ausstattung bei Aldi gekauft für ganz kleines Geld. Und da mache ich jetzt Kunstkotzen aus. Ja. Und das wird mal richtig. Der Jan hat der ganze Ausstellung voll gekotzt früher. Ja. Das war so schön, da war ich gerne. Da gab es auch nicht was zu trinken. Aber schön mit Eierlikör, nein, nein, das gibt auch Eier. Aber kannst du kochen, Jan? Kochst du auch für Marion, für deine Frau? Ja, Grünkohl und. Und wenn du Grünkohl für Marion gekocht hast, weißt du auch, in welche Wohnung die dann kommen muss, wo du sitzt mit deinem Essen? Das machen wir dann in der jeweiligen gemeinsamen. Ach so, okay, es gibt eine gemeinsame. Ist das der Bauernhof? Nee, warte, mach's mal ab, wir haben es noch jung. Ich möchte euch jetzt eine Frage stellen. Ich auch nicht. Vielleicht werden es auch noch mehr Fragen, aber ich glaube erstmal eine. Wir Frauen, wir müssen ja so viel tun, um euch zu gefallen. Es gibt Frauen, die sich so Implantate reinmachen lassen, obwohl eure Frauen keine haben. Es gibt Frauen, die sich so Dinger in die Haare machen lassen, obwohl eure Frauen natürlich keine haben. Und dann im Moment überall Nagelstudios. Ne? Ja, wieso Frauen nageln auch gerne? Ja. Ach so, das falsche Schatten, tut mir leid. Und dann überall Nagelstudios. Ja. Das heißt, Frauen lassen sich so lange Pornoschaufeln, nenne ich sie immer, hier so drauf machen. Ne? Das ist ja eigentlich künstliches Horn, was da drauf gemacht wird und ist dann so lang. Und damit fassen die euch ja an und machen ja so und überall. Nee, wir sind ja nicht mit solchen zusammen. Jetzt ist die Frage, machen eure Frauen das? Nein. Nein, natürlich nicht. Nein. Also warum könnt ihr mir denn nicht beantworten, warum Frauen sowas machen? Weil die meinen, dass das gut aussieht. Aber wer findet das denn? Die es machen wahrscheinlich. Jungs. Schönheit kennt kein Alter, aber es ist tatsächlich auch so, dass Alter keine Schönheit kennt. Ja. Ich finde, genau mit diesem Satz sollten wir in unser nächstes Einspielfilmchen gehen. Es geht nämlich um die langen Pornoschauen. Das versuche ich mal aufzuklären. Ein Selbstversuch. Und es fällt mir schwer, sage ich euch. Dieser Selbstversuch fällt mir wirklich schwer. Meine schönen Nägel. Nichts Schlimmes. Es ist gerade total trendy, ne? Es kommt mittlerweile. Mittlerweile? Ich habe das Gefühl, es gibt mehr Nagelstudios als der Döner. Das sieht besser aus. Was sagt sie? Sowas. Also das. Was macht sie schärfer, das oder das? Die Frauen machen sich das alles für euch. Nö. Doch, aber die wollen mit diesen falschen Hornschichten wollen die über eure Rücken kratzen. Die Vorstellung, dass so angeklebtes falsches Horn beim Sex über ihren Rücken steigt, ist doch nicht so angenehm. Ist egal. Hauptsache schmutzig. Hauptsache schmutzig. Oh ja, kratz mich, beiß mich, schlag mich. Ja, mach weiter oder schneller oder was man da so ruft, ne? Das soll mich schärfer machen, mich das alten oder das? Bock. Ja, das frage ich Sie. Kann man so einen alten Bock noch scharf machen durch solche Nägel? Die SMS-Erinnerung wird allerdings, die wird niedriger, das ist schon klar. Damit kann man abwaschen, glaub mal. Das können Leute mit so langen Fingernägeln abwaschen. Macht dich das scharf oder das? Beides nicht wirklich. Mädels, denk noch mal drüber nach. Man kann sich das alles sparen. Ja, wenn wir machen.
Genau. Sie glauben mir nicht, es mir genau. Weil ich eure Mutter sein könnte. Ding dong. Ja. Kann ich wieder mein normales Leben zurückhaben? Das kannst du. Da kommt der rein, ne? Guck mal, der in den Anfang war ich alleine. Komm rüber! Ihr seid doch spitze, Jungs! Rock'n'Roll! Yes! Biggie! Guten Tag! Machen wir das, ne? Jo, wir sind schon drauf, du. Ihr seid schon drauf? Wir haben dich schon beim Proben gerade. Aber das wird gelöscht, ne? Ja, das wird alles gelöscht. Was sag ich denn eigentlich? Sag ich jetzt Franz oder sag ich Biggie oder sag ich Schildkröte? Sag, was du willst. Ja. Erstmal freue ich mich, in deiner Sendung zu sein. Ich freue mich ganz doll, dass du da bist. Ich gucke so gerne. Ja, wie heißt denn? Wie heißt die Scheißsendung? Ja. Großstadtrevier. Genau. Ich freue mich, dass ich bei dir bin. Jawohl. Und Lothar G. Karl endlich auch mal kennenlerne. Ja. Und ich kenne dich nur aus dem Fernsehen. Ninas Norden, Ninas Nacht und Land und Liebe guckst du auch gerne, ne? Ja, natürlich. Das freut mich. Das yes. Der Hamburger sagt ja meistens zu dir, Piggy, weil du hier schon am längsten eigentlich Musik machst. Die Leute kennen dich eigentlich mehr so von Ditsche im Grill sitzen. Das ist richtig. Und da sitzt du und darfst den ganzen Tag nichts sagen und den ganzen Abend nichts sagen. Und irgendwann hast du diesen Satz, sag ihn einmal für uns. Ja, das finde ich in Ordnung. Halt die Klappe, ich hab Feierabend. Ja, das ist er! Heute haben wir gelacht, Hände und Reina sagt. Prost! Ja, ich find, Piggy, Dankeschön. Ich finde es einfach toll. Man nennt mich jetzt nicht nur Musiker, sondern auch Schauspieler. Aber und bist du auch ein bisschen beleidigt, weil du ja seit 40 Jahren schon sehr viel und sehr schön Musik machst und jetzt kennen dich aber alle nur über Schildkröte und am Tisch sitzen und nichts sagen? Nein, überhaupt nicht. Du hast ja ähnlich auch wie Lotto, du hast ja klassisch Klavierunterricht gehabt. Und zwar ab 4 Jahren, glaube ich, warst du dabei. Das ist richtig. Und dann hast du gewusst, mit 12, ich will Rock'n'Roller werden. Sehr zum Missfallen meiner Eltern, denn mein Vater war der Professor und Direktor der Staatlichen Musikhochschule in Hamburg damals. Meine Mutter war früher Konzertpianistin. Dein Vater hat die Musikhochschule in Hamburg hier sogar gegründet, ne? Nein, die hat er nicht gegründet, aber er war der Direktor damals. Ah. Das war so, ich bin in Bad Godesberg geboren und damals war mein Vater Lehrer an der Musikhochschule in Köln. Dann bist du ja Rheinländer geborener. Ich bin doch ein Kölscher Jeck, ja. Das kannst du auch richtig noch. Aber ich habe eigentlich mit dem Rheinland nicht viel zu tun, weil als ich 5 Jahre alt war, da wurde in Hamburg an der Musikhochschule ein Direktorposten frei für meinen Vater. Und deswegen sind wir nach Hamburg gezogen. Und ich bin in Hamburg aufgewachsen, also ich fühle mich als Hamburger. Du warst ja auf Tour mit Gitte, mit Toni Holiday, mit Roland Kaiser. Ich muss hier reingucken. Das kommt mit später. Ja, vorher warst du noch in Italien jahrelang. Das kommt alles später. Lass uns mal bei Italien anfangen. Du warst so lange in Italien. Unser Hamburger. Aber ich will euch erst mal erzählen, wie ich angefangen habe, denn Musik zu machen. Oh, wenn das mal nicht zu lang wird. Also der Band, nee, das wird nicht zu lange. Können wir nicht direkt auf Italien gehen? Nee, weil ich da zu lange was anderes gemacht habe. Da kommt noch ganz viel. Ja, weil also gut, so in ganz kurzen Worten. Ja auch so viel. Also wie gesagt, ich habe zu Hause immer versucht, Rock'n'Roll nachzuspielen. Und dann irgendwann gab es einen Top-10-Club, da haben die Beatles gespielt. Damals waren sie noch unbekannt. Haben für 40 Mark pro Mann von 8 Uhr abends bis 4 Uhr morgens gespielt. Und da gab es immer Dienstags einen Sängerwettstreit. Und plötzlich kam mir auf die Idee, Mensch, da kannst du doch mal mitmachen. Warum nicht? Immer alleine zu Hause gespielt, jetzt mach das doch mal mit. Und ich kam dann ins Top Ten und der Sängerwett schreit viel aus, weil sich keiner gemeldet hat. Oh. Ich durfte aber trotzdem spielen und hab dann eine halbe Stunde mir die Beatles da Rock'n'Roll gemacht. Ne? Das war für mich ein tolles Erlebnis. So, jetzt kommst du wieder. Italien. Nein, das war nicht Italien, das war im Top Ten an der Reeperbahn. Ich bin doch Hamburger. Ach, bist du doch nach Italien. Irgendwann habe ich in Frankfurt mal 2 Jahre gespielt, in Ami-Clubs, mit einem Element Pete Lancaster, und ich glaube, Center hießen die. Und wir hatten einen Job für 2 Wochen im Piper Club in Roma, in Rom. So, da bin ich nach Italien gekommen. Ich wollte erst 2 Wochen in Italien bleiben. Aus 2 Wochen wurden 6 Jahre. Ja, aber warum? Was habt ihr denn da gemacht? Warum? Möchtest du jetzt einmal diese Frage haben mit kurz... So. Mein Engelchen, das habe ich doch gerade erzählt. Gut, dann haben wir Italien ja gehabt. Ich wollte nur 2 Jahre in Italien bleiben. 2 Wochen. 2 Wochen in Italien bleiben. Und waren dann und aber... Du hast gut aufgepasst. Ja, der sagt ja auch nichts. Und du warst 6 Jahre ja nur auf. Und daraus wurden 6 Jahre. Prost. Gut, Lotto. Prost. 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 Prost.
on the water. Watch me with an anchor sailor all night in the morning. Das heißt übrigens Early in the Morning. Ich finde es schön, wisst ihr, was man machen kann? Englisch. Man kann da ein bisschen Bier und sagen Early in the Morning. So. Das hat doch was. Danke, du hast mich nass gespritzt. Gerne. So, ich möchte jetzt eine Abschlussfrage, bevor Husum jetzt... Humor. Bevor, ich komme nicht aus Husum, jetzt ja, hör mal auf. Siehst aber so aus. Graue Stadt am Meer. Das Schöne ist, dass ich beim Schnitt mit dabei bin. Das heißt, all diese Sachen glaubst werden rausgeschnitten. Ja. Und nur toll. Doofe Bilder von Jan Fedder werden drin gelassen. Und da freue ich mich schon und drauf. Und doofe Bilder von Schildkröte. Ein ganz doofes Gesicht. Warum soll das nach nur 30 Jahren anders sein? Ja. Oh. Oh. Eine Abschlussfrage und dann, Piggy, würde ich dich bitten, zum Klavier zu gehen und mein absolutes Lieblingslied von dir zu spielen. Wolltest du mich über die Sendung Ditsche fragen? Kannst du noch mal was über die italienische Zeit erzählen? Ja. Nein, auch nicht. Ich möchte eine Frage stellen. Das kann ich machen. Ich habe eine schöne Zeit erlebt. Sechs Jahre, nur Sonne. Mir hört keiner zu. Im Winter hat es viel geregnet. Ich habe in Rimini gewohnt. Ich habe in Rimini gewohnt. Bin natürlich überall rumgereist. Ich habe da ja auch Musik gemacht. Aber es war immer schönes Wetter. Im Gegensatz zu Deutschland. Darf ich was fragen? Du hast erzählt, Lotto, dir werden ja kiloweise Frauenschlüpper auf die Bühne geschmissen. Steht in meinem Dossier. Das habe ich aber nicht gesagt, das behaupte ich. Steht aber O-Ton, Doppelpunkt. Mir wird ja alles auf die Bühne geschmissen. Große Unterhosen, kleine Unterhosen. Nein, also wir sagen immer vorher, dass die Großen Richtung Tonmischer geschmissen werden sollen, auch die Männerunterhosen. Ganz ruhig. Und die Guten. Ja? Die aber nehme ich es auch gibt mit. Ein paar gute Schlüpper. Die Guten, die hebst du auf. Ja, Logo. Und die hebst du auf. Was macht man damit? Ich sammle, wie Jan. Achso, und du, deine Schlüpper, die dir gefunden hat. Also Idi Amin hat eine Unterhose. Ja, aber die sammelst du auch. Diese eine von Idi Amin ist so groß wie seine gesamte Sammlung. Okay. Hier. Und dir, Piggy Schildkröte, ist dir auch schon mal ein Schlüpper auf die Bühne geworfen worden? Nee. Vielleicht jetzt. Hausschlüssel bitte. Und Adressen. Bitte zum aber Klavier. Noch kein ich kriege meine Mann auch nicht so fix okay. aus. Hat einer von euch Schlüpper bei, dann würde ich du einmal... Schlüpper? Ernsthaft? Oh. Und doch vom Lande. Ja, eben. Natürlich. Darf ich vorher noch was sagen? Es läuft jetzt ein bisschen ja, natürlich. Also ich möchte ein Stück bringen. Das ist egal. Das ist ja der Sinn der Sache. Ich möchte ein Stück bringen von meinem alten Freund Tony Sheridan. Auf Idas Wunsch hin. Ja. Ich fand das sehr schön und... Es ist leider nie irgendwie berühmt geworden. Ich verstehe nicht, warum. Und ich möchte das mal vortragen. Schildkröte! Wow. A mother's care for babies crying. A bit of tears for love that's dying. These little things we see around us every day. Please let them be. Just gone, there's no one praying. An empty park where once the children used to play. Please let them be. Please let them be.
Yes, 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 yes. Dankeschön. Gleich sitzen. Weißt du was, wir kochen für dich mit. Piggy, du wolltest ein Rock'n'Roll-Stück vielleicht noch, wenn ich mir eins wünsche, hast du gesagt. Für dich immer, mein Engelchen. Alright, Baby. Yeah, und wir fangen jetzt an. Die Sendung ist nämlich gleich zu Ende. Es muss auch gekocht werden. Quotenkochen nennen wir es hier ja bei uns. Heute gibt es, weil ihr da seid, ihr Hamburger Jungs, Lapskaus. Wir haben auch vegetarischen Lapskaus für dich gekauft. Und es gibt natürlich Rollenbox dazu. Hier. Für Piggy mache ich mit. Hast du eine Aufnahme, ne? Nein, das finde ich nicht. Es gibt keine von den Dosen.